Und ich würde sagen, wir springen einmal direkt rein. Ich habe 15 Sekunden Trailer davon gesehen und dachte, ja, das hätte ich gern. Und jetzt schauen wir mal, was das Ganze kann. The Isle of the Banished. The unfortunate end of my journey. You'd think that I'm the leader of this quest. Or at the very least a leader's helper. No. All my life I thought they were my brothers. But now they will see to my banishment. Fools. They say I deserve this, but they have not had to live with the vision of our doom. Since I was a boy, I constantly played with sticks. I saw their potential and ways to connect them that others thought impossible. The gods were good to me, so our village grew. The elders told me I had a gift, but the village was not enough. I was convinced that the gods expected more from me. Haunted by the vision of doom, I decided to build an altar that reached the sky. I thought that would appease them, but gods had different plans for me. They split the sky in two and consumed all my work. I was banished for offending them. Me, the only one who knew the truth. Only upon seeing the flaming rocks on the Isle of the Banished up close, the truth revealed itself to me. The gods wanted me to end up here. Onanda dada anaka axil tusa bakana kuka tanga yuesa koma akana disa esa kwadla mana tuana kana tuna isa tola kuela takana toka chana edara koana kada pusa kanaha naka kuwanga tukona kava Tusa with a hana ujuela hanga oya waba. Tusa dona la gona chota hana. Simpala kana sataka. Simpala treka. Wisa noka buana atangana dasa kantatala. So kantatala. Disa onka tanka misa kodongna fuena. Kusa kana utato fuena. Tusa loka waka laka nka mwana misa dona na mwana mwana skataka. Okay, da sind wir. Ich muss ganz kurz mal die Maus ungestört. Ganz kurz mal die Maus hier einstellen. Guck mal hier, Gesprächsgeschwindigkeit. Ist wie für mich gemacht, vielen Dank. Das können wir schon mal hochdrehen. Grafisch, für alle, die es interessiert, ist hier alles auf episch. Und es sieht wirklich ziemlich gut aus, möchte ich sagen. Ich habe davon, bevor ich die E-Mail bekommen habe, nichts gehört. Gar nicht. Überhaupt null. Aber das sieht ja super aus. Das läuft auf der Unreal Engine. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt rein und schauen, was los ist. Gebäude kosten weniger Energie. Okay, das sind quasi die Perks hier. Hier haben wir den Fisch, den er uns gerade gegeben hat. Es gibt einen Altar, Axt, Hacke, Spitzhacke, Gefahr. Yes. Wow, das sieht gut aus. Dann wollen wir mal den Fisch hier übers Feuer halten.
Fisch dreimal herstellen. So, das gibt 30 Essen und 10 Heilung. Iss oder bring es in die Lagerhöhle des Stammes. So, wir sollen essen. Unten links haben wir den Fisch für Essen, Trinken und die Energie. Schauen mal bei Charakter. Rechte Maustaste, um ihn zu nutzen. Jetzt haben wir das gegessen. So, und wir sind hier angespült worden. Und ich muss mich hier jetzt beweisen. Denn ansonsten werde ich umgebracht, denn die möchten hier niemanden durchfüttern, der nicht nützlich ist. Und da will ich natürlich dem Folge leisten. Komme ich da so durch? Also das kann ich auch ernten, so wie es aussieht hier. So Fasern. Sprich mit dem Ältesten. Finde das Dorf. Was haben wir denn hier? Okay. Beunruhigend, aber okay. Sehr cool. Schaut mal hier. Ast. Rick Astley. Okay. Kann man E gedrückt halten und dann sammelt er Äste ein. Sehr schön. Bin ich immer gespannt. Die Musik habe ich vorübergehend angelassen. Aber sie kitzelt schon. Wir schauen mal. Haben wir denn hier irgendwo einen Stein oder sowas? Oder wahrscheinlich muss ich hier erstmal tutorialmäßig mit dem sprechen. Kann ich hier runterjumpen? Sehr gut. Ja, springen ist so ein bisschen mondmäßig. Aber gut. Was gibt's hier? Große Blätter. Vielen Dank. Haben wir denn Steine hier? Nichts zum Sammeln, ne? Dann schauen wir mal, dass wir zum Dorfältesten gelangen und schauen, was er von uns möchte und wie wir da dienen können. Hier liegt jemand. Ich habe mir nichts genommen. Hallo. Ah, Gordax, Simon Konta Kutigier, Gordanda Konaxile. Washina dada mohora rita. Kusa lokaina. Usana tatami porania. Kumora sopoina. Unata katika hora studunda. Der ist aber sehr nett. Ruh dich erstmal aus, trink einen Schluck. Lösche den Durst. Oh. Wo sind die beiden Jungs hin? Wie lange habe ich denn getrunken? Was haben wir hier oben? Rucksack herstellen. Grobes Messer. Dafür brauche ich 2 Blausteine. Grobe Axt. Das Übliche. Das kennt man. Hallo, freut mich. Ah, hier. Stellen wir doch direkt mal ein Messer her. Können wir das hier unten... Ach, das ist ja 1A. Zeig mal. Sehr schön. Hallo. So, dann wollen wir mal... Ach, hier so eine richtig schöne Matte. Schlafen. 3 Stunden. 7 nachmittags. 8 nachmittags. Okay, mach mal schön bis 6 Uhr hier. Wir wollen schön mal durchpennen. Ah. So ein bisschen was essen. So, ich habe ausgeschlafen. Was brauchst du von mir? Tusa Kroanga Hamakita Muena. Misa konahaku koda kanga kodika hora dikeda
Diese Tramp war Kunahombo, Faluda, Axile. Tusa Makanga, Katakopula, Hueta. Tusa Kononga, Katasina, Tatoi, Tatami. Tusa Kunahanga, Niga, Tuela. Misa Wakanda, Hanakika, Hueta, Ita. Krakaka, Nakana, Hina, Tuela, Tika. Ebanakina, Hundata, Tusa, Tahana, Dabuika, Isuela. Okay, sehr nett. Ja komm, wir trinken nochmal was. Ah, das geht jetzt schnell, okay. Genau, jetzt haben wir nämlich das Messer und können diese Dinge. Er hat ja auch was von Ranken gesagt. Ciao. Ah. Okay, so, hier haben wir die passenden Steine. Wir müssen natürlich eine Axt herstellen, wahrscheinlich eine Spitzhacke. Wir sollten uns eine eigene Hütte bauen. Verstehe ich auch. Ich bin sehr freundlich behandelt worden hier. Jetzt gucken wir mal, was wir sonst noch brauchen. So, wir haben eine grobe Axt. Groben Hammer natürlich. Und ein Speer zur Verteidigung. Ich weiß nicht, was es hier sonst noch so für Feinde gibt. Ne, die tauschen wir mal. Weihrauch. Die Basiszutat für viele Rituale. Verbrennen es auf dem Altar, um die Götter zu besänftigen. Alright. Jesus Wille. Una taquita con la hola tueles. Guemo, nasa, con la jainita jota juete. Isa, neda hoina, meda hioria. Ise, hona, takahita husa, tiguele lama. Vise, con la hadati, hola, katasuele. Ich akzeptiere das. Nasa, tusa, con la vuela, vuela, unka, bamba. Sike onasa fuala tatahinapua. Shunga honahina. Tosaka naka de hurra taka vilante. Das buenas hona conahurta esueta. Tusa conahadatika cohona kare. Guesa da hanalaka. Lusa naka guela sgita hona axile. Ife tusa conahana time. Hunainda godahastoraka. Tusa le kuhona rohana daside. Desaona konahina tusa. Die Werkstatt. Baue die Werkstatt, um Zugang zu einem Ruheort, einem Arbeitstisch und einem persönlichen Lager an der richtigen Stelle zu bekommen. Drücke Q, um das Gebäudepanel zu öffnen. Drücke Elbesinäme. Okay. Schau noch mal ganz kurz. Gesprächsgeschwindigkeit. Ich denke, das kann nicht schaden, wenn wir hier schon mal alles mitnehmen. Und Holz brauchen wir natürlich, aber dafür haben wir jetzt die Axt. Unten im Quickslot sehen wir, dass das Messer oder alle Werkzeuge haben diesen Halbkreis, der orange-gelb ist, das ist der Zustand. Sehr gut, okay. So, hier haben wir jede Menge Zeug. Was ist das hier? Kräuter. Wir nehmen erstmal ein bisschen was mit. Beginne mit dem Bau der Werkstatt. Nimm Ressourcen aus der Lagerhöhle. Nee, komm, wir machen das mal eben selbst. Bis ich mich gleich umentscheide.
Ja, es sieht super aus. Es läuft super. Wir sind bei 210 Frames. Es läuft wirklich makellos. Und jetzt schauen wir mal, wie ich hier vorankomme. Ach, ist das hier die Höhe, das Lager? Ah, okay. Sollen wir mal schauen? Ah, sehr schön. Okay, die haben hier schon alles. Ja, ich nehme das mal, aber ich will trotzdem Bäume fällen. Ich will mal schauen, wie das aussieht und so. Wir schnappen uns mal die Axt. Ah, oh, sehr cool. Jagd mit einem Speer. Wenn du einen Fisch, eine Möwe oder einen Truthahn siehst, ziele mit dem Speer und wirf ihn, um die wertvolle Ressource zu erhalten. Drücke Alt, um das Adlerauge zu benutzen. Das ist Adlerauge und dann finde ich meinen Speer wieder, wenn ich den geworfen habe. Und er muss dran glauben. Können wir in die Hocke gehen? Ja. Benutze den Hammer, um einen Teil der Ressourcen aus den Ruinen oder den Gebäuden, die du gebaut hast, zu bergen. Schlage sie dreimal mit dem Hammer auf das Gebäude, um die Zerstörung zu bestätigen. Leeren Sie vor der Zerstörung die Truhe und heben Sie die Zuweisung mit. Okay. Okay, sehr cool. Beginne mit dem Bau der Werkstatt und zwar an einem sonnigen Platz. Den dürfen wir uns jetzt selbst aussuchen. Idealerweise da, wo auch ein bisschen Wasser ist, denn wir müssen natürlich die ganze Zeit trinken. Ich weiß nicht, inwiefern das hier ausschweift, was so, weiß ich nicht, Wassermühlen oder sowas vielleicht angeht. Wir müssen mal schauen. Und ich möchte an dieser Stelle auch wirklich einmal lobend erwähnen, wie gut das Ganze geklappt hat mit dem Key für dieses Spiel und dem Drumherum. Normalerweise, für diejenigen, die das nicht wissen, kommt eine E-Mail und manchmal ist der Key schon dabei. Da heißt es hier, ich habe ein neues Spiel, viel Spaß. Manchmal kommt, so wie in dem Fall, die Frage, hast du Interesse dran? Mit einem Link zum Trailer und dann sieht man den Trailer und dann steht da irgendwie, es gibt kein Embargo, du kannst jetzt schon raushauen, was auch immer ist. Das Spiel ist übrigens ab dem 12. oder 13. Oktober erhältlich. Also jetzt, wenn ihr das Video seht, grob. Und in dem Fall war es so, er hat gefragt, ich habe gesagt, ja, interessiert mich, habe den Trailer halb gesehen, finde ich cool. Und dann hat er alles geschickt mit Link zum Presskit. Das Presskit ist quasi entweder ein Google Drive oder eine ZIP-Datei, in der Logo drin sind, ein paar Screenshots, Artworks und alles sowas. Was für jemanden, der Thumbnails erstellt und so, natürlich perfekt ist. Doch das ist tatsächlich das allererste Mal gewesen, dass das so umfangreich alles mit übermittelt worden ist, was fantastisch ist. Also für diejenigen, die das interessiert, das ist immer so ein bisschen, und ansonsten muss man halt über Google Bildersuche schauen, irgendwie Tribe, Primitive Builder, Logo und dann hoffen, dass man ein Logo bekommt, was hochauflösend ist, was natürlich eine auf transparentem Hintergrund PNG-Datei oder so ist. Also manchmal ist es eine echte Qual, manchmal ist dann eben auch kein Logo im Bild, weil es einfach keins für mich gab. Und in dem Fall kam das alles einfach so, was wirklich super war. Kontrollstammpanel. Stammbevölkerung 4, Schlafplätze 4, Arbeiter 0. Untätige Stammesangehörige 4. Finden Sie den Altar mit diesem Symbol, um den Bonus freizuschalten. Okay, das ist sehr Medieval Dynasty-mäßig, was das angeht. Und das hier sieht sehr schön aus. Doch haben wir denn hier Wasser in der Nähe? Da unten haben wir Wasser. Wir können natürlich auch am Strand bauen. Was haben wir hier? Also es sieht wirklich gut aus, ne? Ich kann gar nicht meckern. Auch die Palmen und so. Sehr nett, das Ganze. Hier haben wir Höhlen markiert, so wie es aussieht, oben im Kompass. Hier haben wir jede Menge Bambus. Ich hau das mal eben um, damit ich da so eine Idee von bekomme.
Das ging schnell. Ja, Leute, hier. Ich habe gut gefrühstückt. Ein Schlag, alles weg. So, da diese Stumpen hier noch sind, vermute ich mal, dass das nachwachsen wird mit der Zeit. Ich hoffe es, besser gesagt, denn wir werden viel davon brauchen. Oh, was haben wir hier? Kräuter. Haben wir denn... Genau, das haben wir doch hier. Wo befinden wir uns denn? Hier, ne? Schaut mal, hier rechts von uns ist der Fluss. Den haben wir ja gerade schon gesehen. Ich würde sagen, wir lassen uns da so in der Nähe ein bisschen nieder. Dann haben wir den Strand nicht zu weit. Der ist mir aber so ein bisschen zu grell und zu offen. Ich will mich lieber 2 Minuten länger umschauen, als mich dann nachher zu ärgern. Wir nehmen schon mal mit, was wir tragen können. Vorne links sieht es ganz gut aus, oder? Kann ich schwimmen? Kann in jedem Fall was trinken. Ich sollte auch was essen, und viel Essen haben wir nicht mehr, weshalb ich jetzt anfangen sollte. Warte mal, kann ich die so? Hahaha! Dann haben wir den ersten Fisch. Sehr schön. Was sagen wir denn hierzu? Was haben wir denn hier vorne? Also dadurch, dass es ja sowas mit Stamm und Bevölkerung und Lager und so im Medieval Dynasty-Stil zu sein scheint, muss ich natürlich vorher schon so ein bisschen schauen, dass ich hier eine Fläche finde, die groß genug ist für das alles. Und das hier sieht doch gut aus. Das ist doch eine schöne Fläche. Schaut mal hier. Ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht ideal, weiß ich auch nicht. Was gibt's hier? Das ist nichts. Was haben wir hier drauf? Große Blätter, Ranke, Weihrauch. Nehme ich. Das könnte eine kleine Falle sein. Ich würde gerne die Kiste mitnehmen. Ja, keine Ahnung, ob das hier irgendwie einen Einfluss auf mich und mein Dorf hat. Wäre natürlich nicht so clever, das direkt daneben zu bauen. Aber... Und... Aber... Und jetzt gibt es... Warte mal, ist... Ach nee. Beim ersten Versuch, Leute, was soll ich sagen? So. Gib mal, ich nehme gern alles. Was haben wir hier? Sehr cool, das ist wirklich schön. Kennt ihr das, wenn ihr so in Spiele eintaucht und die Welt ist so richtig schön und ihr denkt so, ach, wie schön das ist, hier zu sein? So ist das hier gerade. Wir machen das da drüben, komm. Da haben wir ein paar Bäume, ein bisschen Bambus, wir haben Wasser vor der Tür. Das sollte gehen, oder? Okay. Erhöht die Stammesproduktion um 25%. Alles klar. So, privat. Essen, Produktion, verschieden. Werkstatt aus. Bei Produktion nehme ich mal an. Oder bei privat? Ah ja, das ist eine ganz private Werkstatt. Hütten bauen. Der Geist des Gebäudes wird blau, wenn es möglich ist, etwas zu bauen und der Boden flach genug ist.
Rotation, Position bestätigen, Q, den Baumodus abzubrechen. Meine neue Werkstatt. Schließe die Konstruktion ab. Holz. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Was gibt's noch? Ah, das ist ja ganz fantastisch. Den Ältesten? Warte mal kurz. Ich will erst mal kurz schauen. So, jetzt haben wir hier selbst so eine kleine Werkbank. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Wir haben hier unser eigenes Lager. Warte mal, kann ich das so? Okay, mit Shift geht das ebenfalls. Leder. So, wir hauen das erstmal rüber. Hier können wir schlafen. Wir haben keine Feuerstelle. Und hier sehen wir, was es damit auf sich hat, dass hier beim Sammeln und so das upgraded wird. Verringert die Ermüdung beim Sammeln, erhöht die Chance beim Sammeln zusätzliche Ressourcen zu finden. Das ist also quasi Learning by Doing. Egal was wir machen, wir bekommen Boni darauf. Gefahr, Axt, hier sehen wir auch. Erforderliche Ressourcen, Weihrauch. Freizuschaltende Gegenstände, Talisman, Bambus-Totem. Und dadurch bekomme ich die Schlafhütte und die Fischerhütte freigedingst. Lagerhütte, Marktplatz, Werkzeugmacherhütte. Führe das entsprechende Ritual durch, um dieses Gebäude freizuschalten. Da passiert irgendwas, aber ich weiß nicht. Okay, wir schauen mal. Gehen wir nochmal zum Ältesten. Ich würde eigentlich ganz gerne ein Feuer machen, um mir den Fisch und den leckeren Hasen zubereiten zu können, aber das können wir jetzt vorerst nochmal da vorne machen. Da finden wir bestimmt was. Hier gibt es zwischendrin immer mal wieder so Kisten von alten Lagern. Nehme ich natürlich gern, aber auch eine Axt dabei. Das Spiel ist alles in allem sehr leise, finde ich. So, die Sonne geht allmählich unter. Das sehen wir oben rechts auch. Diesem Kreis, der mir noch nicht ganz klar ist. Ah doch, die Schlafenszeit beginnt im grauen Bereich. Dann ist es Nacht quasi. Okay. Leute, also schreibt gerne mal, falls ihr davon vorher mal was gehört habt. Ich habe davon noch nicht ein Bild gesehen, nichts gehört und gar nichts. Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich so, wow, das sieht ziemlich gut aus. Oh Gott. War nicht so schlimm. Was? Er spaziert hier einfach so entlang, oder was? Hallo. Axile, aber du, manahana hula. In der Tat, meine Hütte ist fertig. Gorta, misa kona guela, funahona kalika. Ise tuema kona hana tika huela si. Kona hona spueka. Tusa unakana tokahina huela. Ise. Ich akzeptiere. Fangfisch, gut, das haben wir jetzt schon gemacht, aber das können wir gerne nochmal machen. Oder er. Und dann haben wir das auch erledigt. Und dann wird mir hoffentlich gezeigt, wie ich ein Feuer machen kann.
Das ist wirklich super easy. Jetzt muss ich wieder mit ihm reden. Okay. So, Ausdauer scheine ich hier nicht zu verbrauchen, was sehr angenehm ist. Ich schaue gerade mal, aber nee. Ey, warte mal kurz. Axile, aber du. Logisch. Das habe ich. Gorda, das ist Huna, Hurarita, Guessa, Huna, Takika, Goda, Huna, Barita. Aber du, Sir, Konakwile, Axile. Huna matika bo cruella huna to koinaina. Musa hana guela, to huna da wudo hanaia. Wisa muhoina agarahita sika, huna ta kaina mola. Kuana, pine waila. Uraha agarakina huna urharina. Shunga hara ripara, huela da gunda hara ripa honaia. Rituale. Führe Rituale am Altar durch, um den Zugang zu Plänen für neue Gebäude und Gegenstände freizuschalten. Denke daran, die Kosten für das Ritual zu überprüfen, bevor du zum Altar gehst. Okay, schauen wir nochmal. Hier. Erforderliche Ressourcen, Weihrauch. Davon haben wir 3. Ach, das geht wahrscheinlich erst jetzt. Warte mal, jetzt schauen wir mal, wo dieser Altar ist. Gehen Sie zum Altar und verrichten Sie ein rituelles Anfangsgebet. Finde den Eingang zur Höhle. Was ist das denn hier? Ja, sehr cool, okay. Also der Vulkan könnte doch noch gefährlich werden. Warte, bis das Ritual beendet ist. Okay. Gar nicht gruselig hier. Ja, let's go, würde ich sagen, oder? Schlafhütte freigeschaltet, alles klar. Bambus-Totem, okay. Warte mal, kann ich hier... ganz kurz noch was kochen, sorry. Wo wir schon mal hier sind. Ich bin sofort weg. Ich habe nur so Hunger. Hat den Knoppers, hat nicht gereicht. Handwerker, sehr schön. Die beiden machen wir auch noch. Und dann haben wir die 4 hier noch. Essensration, das ist mir hier noch nicht so ganz klar. Das sieht alles gleich aus. Aber das ist damit gemeint. Okay, das hat nur das gleiche Symbol. Das bereiten wir schon mal zu. Scheint nicht abzulaufen, was gut ist. Voller Wasserbehälter.
okay, okay. Cool, cool, cool. Ich würde sagen, wir essen schon mal was, oder? Hier. Zack. Wir müssen auch demnächst schlafen gehen, aber ich glaube, so viel Zeit ist noch, damit wir hier erstmal mit dem Ältesten sprechen. Ja, das Ganze hat natürlich ganz klar Far Cry Primal Vibes, was ich cool finde, weil ich fand Far Cry Primal richtig gut. Besonders wegen des Settings, so, das hatte sowas Unverbrauchtes und super basic war das, was ich sehr schön fand. Und das gefällt mir hier sehr gut. Also ich bin wirklich überrascht. Ich bin überrascht, dass ich davon vorher nichts gehört habe. Jetzt berichten wir kurz und dann schauen wir mal, was wir damit erreicht haben. So, hier rechts haben wir noch eine Höhle und ein... Nee, komm. Da läuft einer. Ich hätte gern Bogen und so. Gern ein bisschen so jagen gehen. Hallo, Entschuldigung. Aha, Axile. Hawa kuna preta tukona tata vichuale. Ich habe getan, was du wolltest. Ich habe etwas Seltsames gesehen, eine Vision. Der Feuerberg war wütend, überall Feuer, außerdem seltsame Zeichen, ein großes Boot. Ich glaube, ich bin verrückt. Aha, asada vista. Urda, die war das so ponche. Ussa, Kapamura, Raka, Natalia. Ussa, du Honda, Kanatida, Kurika, Tata. Ussa, Konahana, das Achilles. Tusa, Musakana, Karakribe. Ise Konavuela, Konatika, Kuela, Habahana, Kodahida, Lika. Ribe konahana guela, konaku kodawika bohela konabroko kundaka handuina, noko hanadawia. Dise konahoida mantina hoyala golela. Wala tribe, wasanida hona kundaha dahinisina moa. Wula, dasakina huta, rasa da wofrushininga. Das werde ich machen. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Okay. Waina, Sabahuna, Hora, Hrika, Huya, Usami, da Konda, Takahana, Huita, Hona, Hunda, Gise, Waina, Huna, Hada, Pita, Hoda, Harika. Stammesbildung. Die Kosten für fortgeschrittene Rituale und besondere Hütten sind hoch. Lass deine Stammesangehörigen für dich arbeiten, um genügend Ressourcen zu sammeln und konzentriere dich auf das Management. Bringe Werkzeuge und Nahrung zu besetzten Hütten. Drücke T, um die Stammesübersicht zu öffnen. Okay. So, da haben wir den Strand. Ich muss rüber... zu meiner Hütte. Ich muss mal eben schauen. Ist das oben im Kompass? Da wohne ich, da bin ich. Das ist schon ziemlich groß, ne? Ich meine, ich finde es gut, dass das jetzt nicht so eine gigantische Übermap ist, sondern man hier tatsächlich realistisch alles in kürzester Zeit entdecken kann. Aber ich denke, das Spiel legt eher den Fokus auf eben das Management und die Stammesbildung, wie es ja gerade auch schon gesagt hat. Schauen wir mal. Platziere eine Fischerhütte am Fluss. Glücklicherweise wohnen wir direkt am Fluss. Ja, die Nacht ist recht kurz. Jetzt geht die Sonne gleich wieder auf, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Ich werde mich trotzdem mal hinlegen, vielleicht für 2 Stunden oder so. 1 nachmittags, ja. Hm. Schlafen wir bis 9. Dann haben wir Tageslicht und haben ein bisschen Energie.
Das ist doch schon mal nicht verkehrt. So, hier haben wir den Fluss. Wir schauen mal eben. Zählt das zu Essen? Fischerhütte. Holz, Bambus, Ranke. Ich werde gleich mal das Sichtfeld ein bisschen erweitern. Okay, also mit Steuerung kann man es teilen. Mit Shift nimmt man es direkt. So. Schau mal eben. Wobei, nee, das passt eigentlich ganz gut. So. Fischerhütte. Achso, warte mal. Die wollen das direkt drin haben. Oder wie sieht es so aus, ne? Kann man das ein bisschen... Das ist echt sehr cool gemacht, wie das hier gebaut wird. Bambus, es fehlt noch Bambus. Vorne haben wir Bambus. Und ich mag es ja total in solchen Spielen, wo man viel bauen muss und so, wenn man erstmal den Bauplangeist quasi aufstellen kann und dann nach und nach Material reinhauen kann. Das ist mir so viel lieber, als wenn ich erst alles haben muss und es dann irgendwie bauen kann. Denn so kann ich schon mal grob planen, wo was steht und dann sehe ich, das brauche ich noch und so. Das finde ich sehr viel angenehmer. So, gibt es hier noch irgendwo ein bisschen Bambus? Da hinten. Näher dran scheinbar nicht. Das ist wirklich, wirklich cool gemacht. Sehr schön. Warte mal, waren wir hier schon dran? Ja. So, wir schnappen uns Bambus. Na. Wie viel haben wir denn jetzt? 16? Kann natürlich nicht schaden, so ein bisschen was auf Vorrat zu haben. Besonders, wenn Bambus hier so 200 Meter entfernt ist. Also man kann hier die E-Taste einfach gedrückt halten. Und der nimmt sich dann wirklich recht easy alles, was so zur Verfügung steht. Sehr gut. So. Dann geht's zurück. Ich finde, das HUD und auch die Schrift dürfte ein bisschen kleiner sein. Ich finde, im Intro war die Untertitelschrift viel zu klein. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt lesen konntet. Ich hatte schon Probleme. Aber das hier ist ein bisschen zu groß für meinen Geschmack. Also auch die Symbole unten links und so, die dürften ruhig, weiß ich nicht, 30% kleiner sein und auch die Schrift und so. Aber gut, das sind Kleinigkeiten. Das kann man ja vielleicht noch einfügen, dass man da irgendwie so einen Schieberegler hat und dann kann man sich das so erstellen, wie man das bevorzugt. Oh, große Blätter fehlen und gelbes Gras. Wir gehen mal da drüben lang. Es gibt uns natürlich die Möglichkeit, das Ganze hier so ein bisschen zu erkunden. Sehr schön. Was haben wir hier? Haben wir hier was? Nee.
Da oben haben wir die großen Blätter. Ja, ob es hier irgendwie Feinde gibt oder sowas, weiß ich nicht. Ich bin sicher, es gibt hier gefährliche Tiere. Oh nee, das sind gar keine. Warte mal, hier haben wir ein paar Ranken. Da drüben, oder? Nee, das ist hier auch nichts. Doch, die sind das, okay. Sehr angenehm, sehr schön. Sehr cool. Okay. So, wir holen hier die drüben noch. Dann brauchen wir noch gelbes Gras. Und wie gesagt, ich habe Hoffnung, dass das alles respawnt irgendwann. Aber ich denke, aufgrund der Größe der Map muss das sein, weil ansonsten hat man irgendwann alles aufgebraucht und dann steht man da und keine Ressourcen mehr. Ich denke mal, da werden die schon für gesorgt haben, dass man hier auch auf lange Sicht viele Ressourcen hat. Jetzt gucken wir erstmal, ich sollte ein bisschen was essen. Einen Schluck trinken. Jetzt suchen wir noch nach dem gelben Gras. Davon haben wir schon ganz viel gesehen, aber mir war nicht klar, dass ich das tatsächlich jetzt gleich brauche. Wir können ja schon mal sammeln, um hier so ein bisschen aufzuleveln. Füllt der das auf? Nee. Du bist voll. Keine Ahnung, wie man die auffüllt, die Flasche. Geht wirklich sehr schnell. Aber gut, also ich will mich nicht beschweren. So, das reicht auf jeden Fall. Und dann bin ich ja mal gespannt, wo ich Leute herbekomme. Also ich meine, ich habe jetzt noch nicht so sonderlich viele Leute gesehen. Die paar, die ich gesehen habe, gehören zum Stamm, der mich hier aufgenommen hat. Sehr cool. War's das? Irgendwas scheint hier noch zu fehlen. Ach, da. Ah, Bambus-Totem. Okay. Dann schauen wir mal. Ich bin der Meinung, das muss hier gewesen sein.
hier herstellen. Jede Werkstatt braucht ein Totem, um zu funktionieren. Okay. Super. Gut, das hätten wir natürlich auch von hier nehmen können. Aber die großen Blätter sind hier leider nicht. Oder aber für später, nee. So, dann schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie komplex und kompliziert dieses Managen des Stammes sein wird. Rein vom Menü her sieht es fast 1:1 nach Medieval Dynasty aus. Es gibt keine Arbeiter, ja, das ist so das Übliche. Das heißt, okay, Bevölkerung 4, das heißt, ich krieg die aus dem Stamm da scheinbar. Keinen einzigen Bug bisher gehabt, keine Ruckler. Es sieht super aus, es klingt super. Es ist zu leise für meinen Geschmack. Man kann natürlich selbst aufdrehen, aber es gibt ja immer so einen Standard, so eine Standardlautstärke bei jedem Spiel, wo ich genau weiß, wenn ich den Regler hier drehe, wenn das so bei 10, 12, 14 ist, so grob, dann ist es gut. Bei einem Tarkov, wo man ganz genau hinhören muss, ist es manchmal 16. Und hier bin ich jetzt auf 20. Und es ist nicht sonderlich laut. Oh. So. Fischers Hütte ist fertig. Aulasa, Walker, Nakana Hidahuna, Hisse, Hawassin, Nahoda Buratata, Wisse, Tonakan, Nahunada Hite. Alles klar. Okay, also. Der Fischer möchte Werkzeug haben, das kennt man schon, und ebenfalls Essen. Und wo die Leute arbeiten, brauchen sie ihr Essen, so wie das jetzt klingt. Das ist also nicht alles in einem Lager und die nehmen sich dann, sondern da, wo jemand angestellt ist, da gibt es die Kiste fürs Essen. Bonus freigeschaltet, hier. Erhöht die Stammesproduktion um 25%. Bambus. Wo ist meine Hütte? Wieso wird die nicht mehr hier oben angezeigt? Ah, das ist natürlich blöd. Schade. Genau da. So, es ist gleich Schlafenszeit, was perfekt ist, denn ich bin sehr müde. Doch, jetzt wird sie angezeigt. Da. Ja, jetzt wird er müde. Keine Sorge, wir sind gleich da, dann kannst du schlafen. Oh, ich bin gespannt, ob man dann auch bessere Speere herstellen kann, bessere Äxte und so. Wie gesagt, ein Bogen wäre sehr nett. Aber jetzt hauen wir uns erstmal hin. Und am nächsten Morgen fahren wir dann fort mit... Mal so bis 8 Uhr früh. Wie, es gibt Regen. Oh, wie gut das ist einfach. Das ist ja unfassbar. Warte mal, ich baue mal noch einen Speer, weil einen brauche ich natürlich selbst.
mir die mal. So. Speer. Warte mal, das wird dann... Nee. Das haben wir erstmal. Weil wir haben ja selbst noch kein Lager. Und ich will eigentlich ungern, dass das in deren Lager gemacht wird. Schaman, Holzhütte, Töpfer, Steinmetz, Sammlerhütte ist es auch nicht. Lagerhütte hier. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück und schauen, was er jetzt für uns hat. Also einen Arbeiter habe ich jetzt zugewiesen und die Obergrenze ist bei 15 Fischen. Ich schaue jetzt mal, wie das klappt. Vielleicht erklärt er das jetzt ein bisschen genauer. Aber ich habe ja auch Schlafhütten freigeschaltet. Das bedeutet wahrscheinlich, ich muss dem jetzt natürlich auch ein Bett zur Verfügung stellen. Ich habe die Werkzeuge mitgebracht. Fackeln habe ich... Borata con la hita. Chusa mongaku fuela con la wangaka. Aber der Stamm hat doch schon Fisch, oder? Chusa mongaku con la fisa con la fuela. Ise con la huina da sakana asakike krueka. Chusa hueta na. Wisa con la huina fuela da hunda da katana. Stell einen Talisman her. Okay. So, dann machen wir das mal und schauen, also eine Kochhütte und da wird dann für alle was zubereitet. Wenn es gut läuft und nach meinem Geschmack, reicht diese Kochhütte, um alle zu versorgen. Wenn es schlecht läuft, muss ich das, was da gekocht wird, erst noch überall hin verteilen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich fände es immer ganz gut, wenn es so ein zentraler Platz ist, den ich versorge und der versorgt dann alle drumherum. Aber das werden wir vielleicht gleich sehen. Jetzt schauen wir erstmal, was wir brauchen, um einen Talisman herzustellen. Drei sogar. A
haben wir alles da. Die Basiszutat für viele Rituale. Verbrenne es auf dem Altar, um die Götter zu besänftigen. Das haben wir. Und jetzt wieder zum Altar. Und dann bekommen wir die Kochhütte freigeschaltet. Die ist glücklicherweise gleich um die Ecke. Kochhütte. Und ein Wasserbehälter, sehr gut. Nee. Das geht nicht. So, dann schauen wir mal. Wir können zum einen mal ein bisschen was essen. Wir haben hier noch was. Und jetzt schauen wir mal. Essen, Fischerhütte, Kochhütte. Da haben wir es. Wo wollen wir die hinhaben? Hier direkt daneben, oder? Wo die Kochhütte gleich bei den Fischern. Das macht vielleicht doch ein bisschen mehr Sinn. Sollen wir das so bauen? Nicht genug Holz. Haben wir noch was hier im Lager? Nein, also ein paar Bäume fällen. Oh, wie cool sieht das denn aus? Das gefällt mir. Super. Das war's. Zweimal Holz aus so einem Riesenbaum. Okay. Wie gibt's dann da tatsächlich? Ja. Sehr schön. Das gefällt mir echt gut. Oh, hier ist was. So. Jetzt schauen wir mal, wie lange das dauert, bis die nachwachsen. Und jetzt gucken wir mal, ob das reicht. So, rot angezeigt werden Gebäude, die platziert sind, aber noch nicht fertig gebaut. In dem Fall die Kochhütte. Und die anderen werden hier in grün angezeigt. Das wird nicht reichen. Was fehlt? Bambus. Das macht echt Spaß. Das ist echt gut geworden.
Da vorne haben wir Bambus. Ja, das kann ich doch. Sehr schön, vielen Dank. Auch das nehme ich. Wie viel haben wir denn jetzt? 20? Okay. Ich nehme mal mit, was ich tragen kann. Wir haben ordentlich Platz. Das ist wirklich sehr angenehm hier. Bisher keine Grenze erreicht. So, wir schauen mal, ob das genügt. Wir können mal ein paar... Ach, das sind keine. Tatsächlich nur an den Höhleneingängen. Okay. Ach, der Regen sieht super aus, klingt super, sehr atmosphärisch. Ich bin da ja ein großer Freund von, wenn Atmosphäre durch Sound und so geschaffen wird. Jetzt gucken wir mal, ob das genügt. Was hätten wir? Nein, wir brauchen mehr Holz. Eieiei, das verbraucht aber ordentlich. Aber darum geht's halt im Spiel, ne? Ums Bauen. Primitive Builder. Von daher... ist schon alles cool. Ich hoffe, später komme ich dazu, ein Lager zu bauen, damit wir sowas immer auf Vorrat haben. Oh, die Axt ist durch. Wir haben noch eine. Ha, wie er rennt. Go, go. So, das müsste es jetzt aber gewesen sein. Sehr cool. Dann brauchen wir wieder so ein Totem, ne? Was fehlt noch? Oder? Was habe ich denn übersehen? Ah, hier. Sind wir aber sehr genau heute. Das Ding haben wir nicht. Bauen wir eben. Zack. Schauen uns auch mal eben den Wasserbehälter an. Dafür brauchen wir ein großes Blatt und Ranken. Leerer Behälter zum Sammeln von Süßwasser. Füllt sich selbst auf, wenn du Wasser trinkst. Den stellen wir mal her.
Und dann trinken wir mal eben was. Unten im Quickslot haben wir bereits das Ding. Das hat sich aufgefüllt. Und das hier ebenfalls, sehr gut. Also funktioniert nach dem Icarus-Prinzip. Trinken füllt auf. So, die brauchen ein Messer, die brauchen Essen natürlich. Und Fisch. Also das Messer ist das Werkzeug, mit dem sie arbeiten. Diese Essensration ist das, was sie selbst brauchen, um Energie zu haben. Und diese Ressourcen brauchen sie, um zu kochen. Und die stellen Essensrationen, hier deshalb der Pfeil, her. Okay. Und da sagen wir dann, der und der soll das machen. Liebe Leute, ich bin wirklich begeistert von diesem Spiel. Ich bin froh, dass ich darauf aufmerksam gemacht worden bin. Das macht richtig Spaß. Das ist optimiert bis zum geht nicht mehr. Es klingt gut, es sieht gut aus. Es macht Spaß zu bauen. Es hat ein schönes Setting. Und ich bin gespannt, was da kommt. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit Tribe Primitive Builder. Bis dahin. Ciao.